Ganz sicher kann ich mir nicht sein, aber ich versuche es immer. Und wichtig ist mir, dass ich immer darüber nachdenke, was wäre, wenn ich derjenige wäre. Ja? Also wenn ich der Klient bin, was würde ich erwarten? Und das versuche ich dann umzusetzen. Also was der mir sagt, ist für mich erstmal der Wille und das versuche ich umzusetzen. Also zu akzeptieren, was er will. Und manchmal muss man andere Argumente nochmal bringen, aber ansonsten doch versuche ich schon. Solange er mir sagen kann, was er will. Also wir haben ja auch Klienten, die nicht mehr oder die es nicht erfassen, dann ist schwierig. Aber dann redest du mit der Familie oder? Ja, ja. Also ich versuche immer den Willen von dem Klienten rauszufinden und dann umzusetzen, ja. Also im Prinzip die direkte Diskussion mit dem Klienten. Mhm. Dann vielleicht auch noch, wenn er nicht mehr kann, die Einbeziehung von dem Umfeld. Ja. Und die Selbstreflexion, ja. Sich versuchen, selbst hineinzuversetzen. So, Heike mentioned, there are two steps. At first, she always communicate with a client or user directly and to hear the opinion, yeah. And also to argue with a client if it is realistic, mm-hmm. The suggestions, are they legal or not, or illegal, so what can she do, what not, and if the client is not able to communicate because of his disability, Heiko always includes the surroundings, the family, mental health professionals, to talk with them. And the second step, and also talking in our team about the case, and the most important step is the method of self-reflection. So which means Heiko always tries to think, how would I react if I would be the client? Yeah. Na, und ich bin der Klient. Ich, das Gesetz, ich bin der Klient, sozusagen. Ich muss ja das machen, was derjenige will. Ja. Also. And, because you have to think so, because it's our law. Which means you have to act in the best interest, and it's supported decision making. Yeah? And sometimes you also have to respect opinions which we don't share.